Sehr geehrte Damen und Damen, liebe Unternehmerinnen, ich freue mich sehr, dass wir so viele Anmeldungen hatten und ich hoffe, dass auch viele von den über 170, die sich angemeldet haben, jetzt wirklich in der Leitung sind. Wir sind sonst enttäuscht. Und ich darf Sie ganz herzlich hier im virtuellen Raum begrüßen. Sehr herzlich begrüße ich auch Frau Professor Almendinger. Die habe ich so den Verdacht, einer der Hauptgründe auch für diese große Anmeldungszahl ist. Und ich freue mich auch schon sehr auf Ihren Beitrag. Wir haben ein sehr dicht gedrängtes Programm. Deshalb mache ich alles Technische auch jetzt ganz kurz und vorab. Wir haben jetzt im ersten Teil der Veranstaltung 4 Rednerinnen oder Vortragende, Rednerinnen und Redner. Das ist erst Frau Professor Almendinger, dann Frau Pschorr, dann kommt Herr Knies und dann kommt Herr Berewinkel. Während dieser Zeit läuft, haben Sie Möglichkeiten, im Slide Fragen zu stellen. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie diszipliniert wir alle Vortragenden sind, ob wir am Ende Zeit haben, auch schon in diesem Teil der Veranstaltung Fragen zu beantworten. Wir versuchen das. Hier, genau, da wird es eingespielt, worum es geht. Wir versuchen das, aber ganz versprechen kann ich es nicht. Aber es gibt ja auf jeden Fall die Möglichkeit, in einem der Themenräume, Themenraum A über die über die Hilfen für die Wirtschaft mit Herrn Knies und Herrn Berewinkel oder im Themenraum B mit Frau Almendinger und mir, dann noch über diese beiden Teile, diese beiden Themen zu sprechen. Und da können wir die Fragen auf jeden Fall hin übernehmen. In diesen Themenräumen können Sie dann im Chat, ganz normal, wie Sie das wahrscheinlich alle inzwischen von Zoom kennen, Fragen stellen. Und wir können natürlich nicht alles wiederum beantworten oder auch nur ganz freischalten, aber wir bemühen uns, so viel wie möglich auch interaktive Elemente aufzunehmen. Damit kann ich eigentlich schon übergehen zu dem, was ich ganz kurz, bevor es dann richtig losgeht, noch inhaltlich sagen möchte. Wir alle haben, glaube ich, in den letzten Monaten unsere erste Pandemie erlebt und uns allen fehlt, also sie hat unser Leben privat wie beruflich unglaublich verändert. Ich denke, das kann man auch für alle sagen. Uns allen fehlt der persönliche Kontakt, wahrscheinlich sowohl bei der Arbeit als auch privat und erst recht bei solchen Veranstaltungen. Wir hätten natürlich viel lieber unseren Unternehmerinnentag ganz physisch gefeiert, aber es war natürlich nicht möglich angesichts der Infektionszahlen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt zumindest dieses Format der Unternehmerinnenakademie auf die Beine gestellt haben. Und wir haben uns dabei gedacht, wir machen einen politischen, also ein Framing und dann auch einen praktischen Teil damit für die Unterstützung, die Sie wahrscheinlich alle an der einen oder anderen Stelle als Unternehmerinnen auch brauchen oder schon gebraucht haben oder auch schon wahrgenommen haben, hoffe ich, schon bekommen haben. Von mir erstmal eine kleine Einladung zum inhaltlichen ersten Teil. Wir möchten Ihnen eine frauenspezifische oder feministische Einstimmung auf das Thema geben, denn diese Pandemie hat nicht gleich auf die Geschlechter gewirkt. Das liegt daran, dass die Gesellschaft einfach nicht dieselbe ist, dass die Kategorien Frauen und Männer längst nicht überflüssig geworden sind, auch wenn Frauen schon seit Jahrzehnten für ihre Rechte kämpfen. Und ich denke, wer wäre mehr geeignet als Frau Almendinger, uns dazu einen Input zu geben, die schon ganz am Anfang die Unterschiede beschrieben hat, die es bei der Wirkung der Pandemie für Frauen und Männer gab und dabei das Wort Retraditionalisierung geprägt hat. Frau Almendinger, ich muss Sie eigentlich nicht vorstellen, aber ich mache es auch ganz kurz. Sie sind Professorin für Bildungssoziologie und jetzt fehlt es mir doch glatt. Arbeitsforschung. Und Sie sind außerdem seit 2007 Präsidentin des WZB, des Wissenschaftszentrums Berlin. Sie haben das Wort für ungefähr 15 Minuten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Hochreuter. Und vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde und ein bisschen über die Perspektive von Frauenpandemien sprechen darf. Wenn ich das tue, dann erlaube ich mir einen Blick zurück erstmal
ja, sagen wir mal in den Dezember, Januar des letzten Jahres, diesen Jahres und umreiße kurz, was eigentlich die Ausgangssituation war. Und die lässt sich meines Erachtens am treffendsten dadurch umreißen, dass wir Frauen mehr als je zuvor erwerbstätig sein konnten aufgrund öffentlicher Betreuungsmöglichkeiten. Es hat uns extrem geholfen, dass wir das Recht haben auf eine Kindertageseinrichtung, auch für Kinder unter 3 Jahren. Es hat extrem geholfen, dass wir die Kindertagesstätten insgesamt ausgedehnt haben, dass sie auch zuverlässiger wurden, dass sie besser qualitativ wurden und dass es an und her auch Ansätze gab, Halbtagsschulen so Ganztagsschulen werden zu lassen. Das ist sozusagen das eine, was mir ganz wichtig ist. Wir hatten ein öffentliches Commitment von Ländern und Kommunen, hier zu helfen. Und diese Hilfe an Familien ist besonders eine Hilfe für Frauen gewesen, wenn sie die Entwicklung der Einrichtungen, der Betreuung, der Beschulung von Kindern aufeinanderlegen mit der Entwicklung der Erwerbstätigkeit von Frauen, sehen Sie eine extrem hohe Korrelation. So kann ich mich, glaube ich, in diesen Kreisen hier gerne ausdrücken. Das Zweite ist, dass dennoch wir immer noch in einer Situation waren, wo sich die bezahlte wie auch die unbezahlte Arbeit zwischen Frauen und Männern im Durchschnitt sehr deutlich unterscheidet, nämlich dahingehend, dass Frauen halbtags erwerbstätig sind, wenn sie Kinder haben und das eine relativ lange Zeit, dass sie auch wesentlich länger als Männer unterbrechen nach der Geburt der Kinder. Und dass von daher das Kippbild davon natürlich auch eine sehr ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit war. Und diese unbezahlte Arbeit definiere ich als die Arbeit für Kinder, also die Erziehung von Kindern, die Pflege von Eltern, Hausarbeit, all das zusammengenommen. Wir haben leider nur sehr wenige Statistiken, die das sorgfältig auseinandertrennen. So. Wenn wir jetzt uns vergegenwärtigen, was passiert ist. In den ersten Monaten der Pandemie haben wir zunächst mal eines bitter zu realisieren gehabt, nämlich jenes, dass eigentlich die Bedarfe von Familien, und damit meine ich wirklich Familien und nicht nur die Bedarfe von Frauen, gar nicht thematisiert wurden. Wir hatten relativ zügig Schulschließungen und auch die Schließungen von Kindertageseinrichtungen ohne breiten gesellschaftlichen Diskurs. Wir haben angenommen, das sind Hotspots der Ansteckung, aber wir haben nicht weiter gedacht, was bedeutet das dann eigentlich für Frauen, für Väter, wenn die Kinder nicht mehr betreut werden. Und wie können sie dann ihrer Erwerbstätigkeit überhaupt noch nachgehen? Das ist das, was ich als erstes, es wurde ja eben von Frau Hochreuter so anmoderiert mit meiner Retraditionalisierungsthese. Das ist immer das Erste, was ich sage. Dieser Entzug von staatlicher Fürsorge und staatlichen Einrichtungen, die entlastet haben, aber natürlich Frauen wesentlich mehr entlastet haben, als die Männer entlastet haben, auch aufgrund von traditioneller rollender Zuweisung von Frauen zur Familie, ist ein ganz klares Stück zurück in die Vergangenheit. Das wird sich so nicht halten, das ist auch klar, das ist eine momentane Retraditionalisierung, die damit einhergeht, weil wir ja alle hoffen, dass die Schulen wieder öffnen. Was hier zu beklagen ist, allerdings ist, wie spät überhaupt dieses Problem in den Vordergrund getreten ist, wie spät auch die Akademien dieses Problem umrissen haben, dass überhaupt gar keine sozialen Innovationen in diesem Bereich sichtbar waren, dass man beispielsweise meine Studierenden, die ja viel ihrer Jobs verloren haben in der Gastronomie, in anderen Bereichen, dann getestet in die Familien hat kommen lassen beispielsweise, oder dass man mehr, im Moment bedauere ich das sehr, mehr Räume gesucht hat, die es ja ohne weiteres gibt, in Hotels oder so etwas, um die Fläche, wo drauf geschult werden kann, zu erhöhen. Also das Schließen von Schulen, das Schließen von Betreuungseinrichtungen mit einer mangelnden Digitalisierung, auch das wurde verschlafen. Das zeigen Ihnen alle vergleichbaren OECD-Statistiken und keine sozialen Innovationen, die das wegmachen. Im Übrigen sehen wir das auch nicht in der Zeit nach dem vollständigen Lockdown und diesem partiellen Lockdown, wo wir uns ja jetzt schon leider irgendwie mental darauf vorbereiten müssen, dass tendenziell nochmal eine Schulschließung kommt oder, wie Sie alle wissen, einige Schulen ja geschlossen sind. Das ist eine extreme Belastung.
Der zweite Punkt, wie und was kann man sagen, inwieweit sich diese extreme Belastung unterschiedlich auswirkt für Männer und Frauen? Zunächst mal sehen wir in der Tat empirisch abgebildet durch alle Studien, dass Männer mehr im Haushalt gemacht haben, dass Männer mehr auch für Kinder getan haben, aber dass auch Frauen mehr getan haben. Also die unbezahlte Arbeit ist aufgrund von Kurzarbeit, aufgrund von Homeoffice nach oben geschnellt. Bei Männern war es der Fall, dass sie viel Platz hatten, um diese unbezahlte Arbeit in dem Anteil des Tages zu vergrößern. Bei Frauen ist es nicht der Fall gewesen, weil die halbe Erwerbstätigkeit plus die allemal schon unbezahlte Arbeit mit jetzt diesen zusätzlichen 3-4 Stunden, die sie mit Kindern zu tun hatten, nahe an 17 Stunden rangekommen ist. Das heißt, es hat bedeutet, dass Frauen, Mütter in dieser Zeit überhaupt gar keine eigene Zeit mehr hatten, überhaupt gar keine freie Zeit mehr hatten, sogar etwas von ihrer Schlafenszeit abzuziehen hatten. Das ist etwas, was ich überschreibe als den Entzug von freier Zeit für Frauen, während bei Männern sich die Kurzarbeit plus die unbezahlte Arbeit insgesamt zu einem niedrigeren Stundenvolumen am Tag darstellt. Das ist genauso. Man kann es sehr gut mit dem Sport vergleichen. Ich habe mal Leistungssport gemacht und für mich war das viel schwieriger, da noch eine Sekunde oder 2 Sekunden besser zu werden als mein Bruder, der mit rasender Geschwindigkeit viel besser wurde, einfach weil er von einem ganz anderen Niveau aus als junger Mann, der keinen Sport machte, gestartet hat. Das nennt man auch Grenzlasten. Diese Grenzlasten waren für Frauen wesentlich höher. Zum Weiteren kann man sagen, dass die Art und Weise, wie wir diese Belastungen messen, die sich durch diese Schließung von Schulen für Frauen und Männer unterschiedlich ergeben haben, keine gute ist. Das ist durchaus selbstkritisch gesehen an die empirische Sozialforschung. Wir messen Stunden, wir messen Minuten. Auf der anderen Seite haben Sie überall gelesen, dass es um Cognitive Load geht oder um Mental Load als die neuen Buzzwörter, die in dieser Zeit dann nochmal an Bedeutung gewonnen haben. Verantwortung aber und diese Mental Load kann man eigentlich überhaupt nicht in Stunden oder in Minuten rechnen. Das heißt, dass viele qualitative Untersuchungen, die gemacht worden sind, immer wieder gezeigt haben, dass Frauen sich viel mehr, während sie arbeiten, im Kopf damit beschäftigt haben, um Himmels Willen, welche Aufgabenblätter der Schule muss ich jetzt noch mit meinem Kind machen, der digitale Geburtstag morgen, ist das alles vorbereitet, wie kann man digital Geschenke machen, wie kann man was desinfiziert vor welche Schule legen und so etwas. Also auch das ist sehr stark unterschiedlich ausgeprägt, diese Cognitive Load, welches nicht gut bemessen wird durch diese Care-Arbeit, ist etwas, was wir zu beachten und zu diskutieren haben, auch wenn wir an die Zukunft denken. Wir haben dann eine weitere Dimension zu betrachten und das ist die Dimension, wo eigentlich Frauen und Männer arbeiten. Und jetzt gehe ich wieder auf diesen Lockdown zurück. Hier haben Frauen ja zu einem großen Teil, zu einem überproportional großen Teil in diesen sogenannten systemrelevanten Jobs gearbeitet, also als Verkäuferin, also im Krankenhaus. Und haben von daher auf der einen Seite weniger Zeit zu Hause verbracht, auf der anderen Seite haben sie meistens schlecht bezahlte Arbeit, das kann man Statistik sehr, sehr schön zeigen, vor Ort verbracht und auch noch ohne den entsprechenden Gesundheitsschutz. Die Masken hatten wir so noch nicht, auch nicht die Plexiglasscheiben, all das kam ja sehr viel später in der Pandemie. Was sich dann aber gezeigt hat, ist, dass es ausgerechnet jene Familien sind, wo der Mann in Kurzarbeit war oder der Mann im Homeoffice gearbeitet hat und die Frau in den systemrelevanten Jobs außerhalb des eigenen Hauses erwerbstätig war, wo sich diese Lücke zwischen der Sorgearbeit von Männern und Frauen am ehesten geschlossen hat. Und das habe ich
genannt als so ein Effekt von erzwungener Partnerschaftlichkeit. Es ist nicht so, wie Familienministerinnen so gerne sagen, ja, also die Einstellungen ändern sich langsam dahingehend, dass Männer und Frauen vergleichbar viel Arbeit für die Familie, für den Haushalt machen, sondern das war schlichtweg ein Ergebnis der Corona-Zeit, dass Frauen vor Ort zu arbeiten hatten, keine Wahl hatten, Männer zu Hause arbeiten mussten, keine Wahl hatten. Und von daher ist die Schließung in diesen wenigen Fällen bei vollzeiterwerbstätigen Frauen und dann auf Kurzarbeit erwerbstätigen Männern, es wird geschätzt, dass das so 10% aller Haushalte waren, tatsächlich kleiner geworden. Also die unbezahlte Arbeit wurde gleicher verteilt, leider insbesondere dann in Haushalten, die allemal nicht ein sehr hohes Einkommen zur Verfügung hatten. Der dritte Punkt, den ich neben der sozusagen Zunahme mit einer unterschiedlichen Bedeutung von Männern und Frauen von Pflegearbeit, dieser Familienkonstellation, wo ich sage, das ist erzwungen, aber nicht freiwillig gewesen, darstellen möchte, ist die Frage der ganzen Beschulung. Das ist etwas, was Frauen in allen unseren Umfragen wesentlich mehr betroffen hat, insbesondere aus finanziell und damit auch auf bildungsschwächeren Familien, dass sie sich regelrecht vorgeführt gefühlt haben vor dem Staat mit seinen entzogenen Dienstleistungen und mit einer oft nicht sehr gut klappenden digitalen Unterrichtswelt. Sie fühlten sich vorgeführt, weil sie jetzt nicht so wie Sie, die Sie eben jetzt zuhören oder wie ich, die schon längst einen Erwachsenensohn hat, aber wir hätten das wahrscheinlich auffüllen können und haben es auch aufgefüllt, indem wir entsprechend die Kinder in den Sprachen hätten unterrichten können oder in der Mathematik. Die Kinder von Eltern, die eine geringere Schulbildung haben oder die Kinder von Eltern, die überhaupt nicht des Deutschen mächtig sind, weil sie Asylanten waren oder weil sie Migranten der ersten Generation waren und sind, konnten nicht helfen. Und das war für die Eltern, für beide Eltern, aber insbesondere für Frauen eine tief empfundene Demütigung gegenüber ihren Kindern, die damit einherging. Und auch hier nochmal der ganz dringende Appell, Sie sehen, dass ich die Frage von Frauen, von Familien und Schule im Moment sehr stark zusammenbringe, alles Mögliche dafür zu tun, Schulen nicht ein weiteres Mal schließen zu müssen, weil wir wissen, dass die Ansteckungen eigentlich nicht in der Schule passieren, sondern in den Nachbarschaften. Wir müssen in den Nachbarschaften ansetzen und nicht in den Schulen, weil diese Schulen Dreh- und Angelpunkt sind für zumindest die Wiederherstellung des Status quo ante, also die Wiederherstellung dessen, was vor der Pandemie passiert ist. Die Pandemie als solche hat, und das behauptet auch überhaupt gar keine Literatur, dazu geführt, dass sich der Gender Care Gap außer in diesen wenigen Haushalten geschlossen hat, dass sich der Gender Wage Gap, also die unterschiedlichen Stundenlöhne oder das Einkommen pro Monat, geschlossen hätte zwischen Männern und Frauen. Es wurde eben eher noch größer, weil auch Frauen mehr von ihrer entlohnten Arbeitszeit zurückgegangen sind. Und wir haben im Moment allen Anlass zur Befürchtung, dass Männer auch wieder schneller in ihre vormaligen Stundenzahlen reinkommen als Frauen. Also auch hier das große Plädoyer, die große Bitte eigentlich der Forschung an die Praxis, etwas für eine größere Gleichverteilung zu tun und auch Frauen irgendwo zu versuchen, mit Maßnahmen den Weg zu ebnen, ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen zu können, in dem Umfang zumindest, wie es zuvor war. Wenn wir das nicht schaffen, also wenn wir den Dezember- und den Januar-Zustand nicht wiederherstellen können, dann haben wir nämlich tatsächlich das, was wir als ein Zurückwerfen in vergangene Zeiten zu betrachten haben. Und nicht einfach das, was man normalerweise im Moment bezeichnet als den Brennglaseneffekt von Corona, dass er eben deutlich macht, welche Versäumnisse wir schon vor Eintreten der Pandemie hatten und uns sozusagen etwas mit auf den Weg gibt. Wir müssen das lernen und aus dieser Krise lernen, in ganz vielen Bereichen lernen. Aber zunächst mal müssen wir es schaffen, überhaupt mal für die Familien wieder diesen Status zuvor zu erreichen. Es waren jetzt 15 Minuten und ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und freue mich auf Fragen.
Ganz herzlichen Dank. Also natürlich für den Inhalt und für diese Punktlandung mit 15 Minuten. Ich bin beeindruckt. Ja, mir selbst fallen schon ganz viele Fragen und Nachfragen und Ideen und sonstige ein. Ich hoffe, nochmal dieser Wunsch an die Teilnehmerinnen und der Hinweis, dass sie Slido nutzen, weil selbst wenn wir vielleicht in dieser Runde nur kurz dazu kommen, wir können das mit hinübernehmen in den Raum B, wenn sie uns nachher dorthin folgen. Jetzt darf ich, freue ich mich, dass ich Frau Pschorr gleich das Wort erteilen darf. Frau Pschorr war eine Zeit lang VDU-Präsidentin von 2012 bis 2018. Sie ist Juristin in einer, schon lange in einer Wirtschaftsprüfergesellschaft tätig. Und ich denke mal, sie wird uns jetzt ein bisschen aus dem unternehmerischen Pandemie-Alltag berichten. Und ich bin auch darauf sehr gespannt. Frau Pschorr, ja, Sie haben das Wort. Vielen, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, kurz hier sozusagen den Unternehmerinnen-Aspekt der ganzen Pandemie zu beleuchten. Also hier geht es ja vor allen Dingen auch, soweit ich das verstanden habe, um die ganzen verschiedenen Wirtschaftshilfen. Und klar ist, dass es in der Kürze der Zeit, in der wir von diesen Folgen sozusagen ein bisschen überrollt wurden und unsere Wirtschaft auf der anderen Seite ja sehr vielfältig ist, schwierig ist, die Hilfen wirklich branchenspezifisch auszugestalten. Klar ist aber auch, dass es in der Wirtschaft zunehmend als ungerecht empfunden wird, dass gerade, und ich nenne jetzt beispielhaft vielleicht die Gastronomie und den Kulturbetrieb, sehr innovativ von allen Unternehmerinnen und Unternehmern auf die Pandemie und die Vorgaben zur Sicherung sozusagen unserer Gesundheit reagiert wurde. Also sprich zum Beispiel auch in verschiedenen Gastronomiebetrieben ja sogar Plexiglaswände eingezogen wurden, nicht nur in unseren Unternehmen. Und trotzdem jetzt diese Branchen wieder von dem Lockdown betroffen sind. Und da sozusagen, da haben wir einfach ein Problem mit der Akzeptanz und deswegen die Bitte an die Politik, hier genauer hinzuschauen und die Kontrollen zu verstärken und die schwarzen Schafe sozusagen zu bestrafen, anstatt eine solche Maßnahme, wie sie jetzt wieder verfügt wurde, wo wirklich aus sachlichen Gründen wenig Akzeptanz da ist. Ja? Klar ist auch, dass sozusagen diese Kurzfristigkeit der Hilfen und dieses punktuelle Gift ist für unsere Wirtschaft, für das Wachstum und die Innovationskraft, die wir hier brauchen, weil keiner kann planen und das ist eben das, was die Wirtschaft aber braucht, eine gewisse Planungssicherheit, um eben Innovationen zu tätigen und den Entlassungen, die jetzt im Raum stehen, entgegenwirken zu können und irgendwo eine Planungssicherheit für länger als, ich sage jetzt mal, 4 bis 8 Wochen zu bekommen. Also die nächste Forderung wäre, dass man über ein Konjunkturpaket nachdenkt. Also wie sieht sozusagen Deutschland in den nächsten 6 bis 8 Monaten aus und eben nicht nur wochenweise. Das nächste ist, dass ich gerne nochmal konkret zu den Hilfen etwas sagen würde. Ja, es gibt jetzt die Novemberhilfen, aber wir haben fast Ende November und die Beantragung und Auszahlung geht jetzt erst los. Also die große Zahl der Solo-Selbstständigen in der deutschen Wirtschaft hat ein echtes Problem, weil wir haben die Krise seit März und jetzt haben wir November. Und damit ist auch dort, die Liquidität geht zu Ende, die haben Monate und Wochen überbrückt und jetzt ist das erste Mal wirklich eine Hilfe für die, die eben keine Betriebskosten haben, an denen ja die anderen Hilfen im Wesentlichen festgemacht wurden und wo es eben um den Unternehmerlohn und die Grundsicherung dieser Solo-Selbstständigen geht. Also da die Bitte an die Politik, dass das diese Schleife auch jetzt kontinuierlich für das Konjunkturpaket, was vielleicht kommt, weiter aufrechterhalten wird. Und zu den anderen Hilfsprogrammen fällt mir natürlich aus sowohl professioneller Sicht, wenn ich das für meine Mandanten beantrage, als eben auch aus den ganzen Rücksprachen von den vielen Unternehmerinnen im Verband Deutscher Unternehmerinnen ein. Das erste ist die Bearbeitungszeit. Also da geht es auch wieder um Planung und um Liquiditätszufluss. Also dass es teilweise Monate gedauert hat, bis die Hilfen ausgezahlt wurden. Das ist ein großes Liquiditätsproblem für die Unternehmerinnen. Dann wäre eine Anregung, dass man auch eine inhaltliche Hotline bekommt. Wir bekommen zwar technische Antworten, aber inhaltliche Fragen werden nicht beantwortet. Das nächste ist für das Kriterium wirtschaftliche Schwierigkeiten zum 31.12.2019, was sozusagen belegt werden oder nachgewiesen werden muss, um die Hilfen zu bekommen, wird sich auf eine EU-Verordnung bezogen, zu der es ganz wenig Informationen gibt. Das heißt, auch dort sind wir so ein bisschen ins kalte Wasser oder sehr ins kalte Wasser geworfen worden. Der Unternehmer ist hochgradig
sozusagen angewiesen auf professionelle Hilfe, was wieder erhebliche zusätzliche Kosten bedeutet und die Beratungsbranche sozusagen verstopft für andere wichtige Mandate. Da wird dann Bezug genommen auf 50% Eigenkapital. Keiner weiß genau, ob das wirtschaftliche, steuerliche oder gesellschaftliche gemeint ist. Und die Regelung zu den Personengesellschaften, da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, die ist so kompliziert und so wenig kommentiert, dass man da wirklich eigentlich gar nicht mehr weiß, worauf man da Bezug nimmt. Das nächste ist die weitreichenden Bestätigungen, die man am Ende des Antrags dann so durchklickt, natürlich auch unter einer zeitlichen Komponente, bei denen man in diesen Minuten gar nicht absehen kann als Unternehmerin, was ich damit bestätige. Da gibt es eben auch zu wenig inhaltliche, wie ich schon gesagt habe, Hilfe und Unterstützung. Was unterschreibe ich da eigentlich subventionsrechtlich? Das hat ja auch alles eine strafrechtliche Komponente, wenn wir es mal ganz hoch aufhängen. Und da bin ich auch gleich noch bei dem nächsten Punkt. Wir sollen ja bestätigen, dass es sozusagen keine unzulässige Beihilfefall hier wird. Und auch dort fehlt einfach Information dazu, inwieweit, wenn man gleichzeitig Darlehen und Zuschüsse beansprucht, inwieweit die Darlehen vielleicht in diese Summen mit eingerechnet werden und man dann doch eben ein Beihilfefall werden könnte. In aller Kürze möchte ich dann nur noch sagen, dass neben dem, was mir dazu jetzt ganz konkret eingefallen ist, eine große Bitte oder eine Forderung der Unternehmerin an die Politik ist, was sonst noch kurzfristig gebraucht wird. Wir brauchen ganz dringend Arbeitszeitflexibilisierung, Gesetze dazu. Wir brauchen Gesetze für bessere Rahmenbedingungen für unsere digitale Tätigkeit. Digitale Infrastrukturausbau ist genauso wichtig und natürlich eine Digitalisierung der Verwaltung, weil was nützt es uns, wenn die Unternehmen digitalisiert sind, aber die, mit denen wir kommunizieren in weiten Teilen, nicht sozusagen auf derselben Ebene mit uns agieren. Und alle anderen Sachen, da hat meine Vorrednerin schon sehr gut Bezug darauf genommen, was wir zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf an steuerlichen Aspekten und an Forderungen an die Politik haben. Insofern danke ich ganz herzlich und hoffe, ich habe auch eine zeitliche Punktlandung gemacht und freue mich auf den Austausch. Vielen Dank. Frau Plon, auch Sie herzlichen Dank für die zeitliche Punktlandung und auch für die Zusammenfassung von all den Themen, mit denen sich also gerade die Wirtschaftsverwaltung eben in den letzten Monaten permanent befasst hat, weil wir hatten sozusagen entweder in meiner Abteilung, die für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung zuständig ist, viel mit den Verordnungen zu tun und der Frage, wie kann man in einer Pandemie, die wir noch nicht kennen, irgendeine Planbarkeit kriegen? Ein schwieriges Thema. Und auf der anderen Seite das Referat von Herrn Knies und andere mit der Frage, wie kriegt man Steuergelder, über die man ja immer Rechenschaft abgeben muss, natürlich, wie kriegt man die schnell genug an diejenigen, die es jetzt brauchen, in unser aller Interesse, weil wir die Wirtschaft erhalten wollen, die Unternehmer, Unternehmerinnen fördern wollen, damit sie durch diese Krise kommen. Und ich denke, das war eine inhaltlich perfekte Überleitung zu dem, was Herr Knies jetzt ohnehin sagen wollte. Herr Knies ist seit vielen Jahren der Leiter des Förderreferats der Wirtschaftsverwaltung und er ist auch die Seele des Referats, der immer schon, bevor der Begriff Dienstleistungsorientierung überhaupt erfunden war, hat er sich schon immer um Lösungen bemüht und fast immer, ich glaube immer, Lösungen gefunden. Herr Knies, Sie sind dran. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Reuter, für die netten Worte. Ja, da waren jetzt so viele Fragen oder Anmerkungen, die aufgetreten sind durch meine Vorrednerin. Also ich glaube, da würde ich jetzt die Zeit 20 Mal sprengen, um jetzt wirklich in die Tiefe auf alles einzugehen, was ich natürlich nicht mache. Nein, ich versuche das ein oder andere mit am Rande zu erwähnen. Ich wollte an für sich erstmal nur einen Überblick bringen über die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen im Rahmen jetzt der für alle sehr harten Zeit, also gehen Sie davon aus, dass auch bei uns im Haus wirklich alles neu war, auch für uns kam das von heute auf morgen und wir waren auch von heute auf morgen jetzt gefordert, kurzfristig eine Lösung zu finden. Es stand wirklich kurz vor der Tür, dass 300.000, 400.000 Leute plötzlich keine Arbeit hatten und insofern waren wir wirklich innerhalb von 2 Tagen in der Lage, dann auch eine Hilfe zur Verfügung zu stellen, die gewisse Vor- und Nachteile hatte, das ist immer so im Leben und das ist ja auch das waren 2 Anmerkungen, die eben nicht so einfach sind. Einmal die Anmerkung, also man soll Kontrollen verschärfen, auf der anderen Seite, das sind zu viele Kreuzchen, die ich jetzt ankreuzen muss und man soll auch schnell auszahlen und das ist eben die Schwierigkeit, ne? Diese Balance hinzubekommen. Das ist das, was wir wirklich seit Monaten versuchen und seien Sie sicher, dass wir alles versuchen wollen, dass es ganz, ganz schnell geht. Wir sind nicht immer
immer alleine. Wir haben auch Partner, insbesondere der Bund. Berlin ist angewiesen auch auf die Unterstützung des Bundes. Wir können nicht die Summen, die wir momentan ausgeteilt haben, allein als Land begleiten. Es sind insgesamt jetzt um die 14 Soforthilfen im Land Berlin, um die 2 Milliarden Euro, die der Berliner Wirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. Und davon sind etwa 230.000 bis 270.000 Arbeitsplätze betroffen gewesen in den Hilfen insgesamt summiert. Das ist eine ganze Menge. So, jetzt muss ich mal fragen, meine Folien, ob die irgendwie ein, jetzt glaube ich, sehen Sie die einzelnen Instrumente, vielen Dank, die wir jetzt hier aufgelegt hatten, von der Soforthilfe 1 bis zur Soforthilfe 12 oder 14. Senatorin hat gerade geschrieben, 14 Hilfen sind es. Also ist eine ganze Menge und auch eine ganze Menge, was jetzt schon beendet wurde, weil wir ja auch mit der Zeit gelernt haben, auch zielgruppenorientierter zu werden, ohne natürlich jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil auch das ist dann wieder schwierig. Und Sie haben in der Tat das Thema Beihilferecht angesprochen. Das eine geht immer das andere über. Beihilferecht ist in der Tat nicht so einfach. Auch ich wünschte mir Unterstützung für eine Hotline, dass man viele Einzelfälle mehr begleiten kann. Das ist momentan nicht so einfach möglich. Die IBB hat, glaube ich, um die 20.000, 30.000 E-Mails in der ersten Zeit bekommen und war hoffnungslos überfordert jetzt mit der Beantwortung aller Fragen. Und ich kann aber verstehen, dass man das nicht so einfach alles verstehen kann wiederum, weil so viel mit so vielen zusammenhängt, dass es dann sehr, sehr schwierig wird. Die Wirtschaftshilfen, die Sie jetzt gerade sehen, jetzt muss ich mal schauen, ich kann das gar nicht so in der Kleinheit lesen, was dort ist. Die Soforthilfen 1, 2, 4 und 5, also 1 und 2, das sind Programme, die schon beendet sind. Das ist einmal ein Darlehensprogramm, die Soforthilfe 1 und die Soforthilfe 2, das ist das ominöse Bundesprogramm, wo schlagartig 200.000 Anträge hier im Land Berlin eingingen. Und wir hatten mit 10.000 bis 20.000 erst mal am Anfang gerechnet. Das ist eine Höchstleistung aus meiner Sicht für die IBB gewesen, dass dann doch relativ schnell es zu einer Auszahlung kam. Ja, da sind vielleicht einzelne Schafe mit dabei. Ja, es war aber auch gewollt, dass wir die Prüfung nachträglich machen, weil ansonsten diese Größenordnung gar nicht zu bewältigen sind. Die Soforthilfe 4, die gibt es jetzt in 3 Versionen. Das ist das sogenannte Kulturprogramm für die Kulturschaffenden. Soforthilfe 4 für die Kultur ohne Nummer, dann 2.0 und 3.0. Alle sind jetzt schon abgelaufen und stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Soforthilfe 5, das ist das Programm, was wir anschließend gestartet haben, weil die ersten waren nur bis 10 Beschäftigte und darüber hinaus gab es eben noch kein eigenes Landesprogramm. Und das Bundesprogramm war auch noch nicht so weit entwickelt, dass wir auf das hätten zugreifen können, sodass wir dann ein eigenes Bundesprogramm für die Größeren zur Verfügung gestellt haben, aufbauend auf dem KfW-Schnellkredit. Und da gibt es jetzt immer noch, und das ist noch offen, der Tilgungszuschuss, wer einen KfW-Schnellkredit beantragt, bewilligt bekommen hat, hat die Möglichkeit, dass er jetzt immer noch einen Antrag stellen kann auf Tilgungszuschuss. Der wird nicht sofort ausgezahlt, aber der steht dann nach 15 Monaten, wenn das Unternehmen noch oder die Solo-Selbstständigen noch zur Verfügung stehen, noch da sind, zur Verfügung. Und wer gelesen hat, dass der KfW-Kredit jetzt auch für die kleineren Unternehmen zur Verfügung steht, der liegt richtig. Das ist jetzt auch möglich, dass auch Unternehmen unter 10 Beschäftigten jetzt einen Antrag stellen können bei der KfW. Also das ist noch eine der Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Ja, wenn ich auf der nächsten Seite nochmal ganz kurz auf die Soforthilfe Gewerbemieten eingehen. Irgendwie habe ich jetzt meine Zeit verloren. Ich muss gucken, 25, 35, ja, die Zeit rennt. Dann ist der Bereich Gewerbemieten leider auch schon wieder geschlossen worden. Und die Corona-Hilfen für Startups, das ist eigentlich mehr für auch größere Unternehmen, für Startups, die aber auch schon eine gewisse Idee haben. Das ist also nicht so ein Programm für Corona-hart gesotten Betroffene, sondern eigentlich mehr für ein bisschen gesündere Unternehmen.
So, kommen wir jetzt nochmal zur nächsten Folie. Jetzt fängt es an, zu den Instrumenten zu kommen, die momentan auch zur Verfügung stehen, nämlich die Überbrückungshilfe 2. Die Überbrückungshilfe 2 ist das Instrument, was eben außerhalb der Novemberhilfe momentan parallel zur Verfügung steht. Der Antrag kann gestellt werden, die Auszahlung leider immer noch nicht. Wir sind mindestens genauso unglücklich, dass es relativ lange dauert. Das sind ganz anstrengende Gespräche zwischen Bund und allen Bundesländern. Sie können davon ausgehen, dass jedes Land natürlich versucht zu kämpfen, für seine Interessen kämpft und da eine gemeinsame Linie zu finden. Und die ganze Programmierung der einzelnen Bestandteile ist unfassbar schwierig und dauert extrem lange. Für mich persönlich auch viel, viel, viel zu lange. Also Sie können mir glauben, wir sind genauso nervös und rufen da fast täglich an und fragen, warum passiert es immer noch und immer noch nicht geht. Und wir sind alle da im selben Boot. Die Überbrückungshilfe 3, das ist so ein bisschen Zukunft. Ab Januar soll die Nachfolge der Überbrückungshilfe 2 zur Verfügung stehen. Das ist auch nochmal ein Zuschuss des Bundes, der sich insbesondere auch an Solo-Selbstständige, an die Kleinen wendet. Dort werden eben Zuschüsse als sogenannte Betriebskostenpauschale dann zur Verfügung gestellt. Das ist so ein bisschen wie der Unternehmerlohn, in Anführungsstrichen, den wir am Anfang bei der Soforthilfe gemacht haben. Und auch hier überlegt man dann, eine Abschlagszahlung zu machen, beziehungsweise auszuzahlen, die Prüfung erst später zu machen, auch so wie wir bei der Soforthilfe gemacht haben, damit es schneller geht. Und wenn wir dann noch auf die nächste Seite gehen, die Novemberhilfe, dann habe ich es fast geschafft, dass sie völlig durcheinander sind. Dann bin ich mir relativ sicher. Und ich verweise dann nachher auf die anschließende Sitzung. Da können wir in die Tiefe gehen. Also seien Sie mir, verzeihen Sie es mir, dass ich das hier im Galopp mache. Aber ich bin da auch unglücklich, dass es so eine trockene Materie ist. Ich würde die gerne mit Blümchen oder wie auch anders ein bisschen besser verkaufen können. Aber das ist sehr viel auch mit Regelungen. Und das ist für mich auch schon extremst anstrengend, das irgendwie so nochmal erklären zu können, dass es einer verstehen kann. Die Novemberhilfe ist das, was ja auch kurz angesprochen wurde. Ja, sie ist angekündigt worden von Altmaier und von Scholz mit der Auszahlung noch im November. Ja, wir hoffen immer noch drauf, dass es der Bund schafft, das Portal zu öffnen. Momentan ringen noch alle miteinander, dass es auch wirklich klappt. Es ist im Detail wirklich nicht so einfach. Es sollen ja Abschlagszahlungen geleistet werden. Solo-Selbstständige sollen 5.000 Euro bekommen, die anderen 10.000. Das soll alles über die Plattform des Bundes gehen. Und da sind noch einige kleinere Hürden dann zu meistern. Aber wir sind wirklich täglich in mindestens 4-stündigen Telefonkonferenzen mit dem Bund. Und seien Sie sicher, wir drängen und drängen und drängen, dass es auch wirklich ganz, ganz schnell geht. Und seien Sie sicher, ganz viele rufen bei mir auch an, die echt verzweifelt sind. Und ich würde am liebsten allen sofort helfen und irgendwie unterstützen und weiß aber auch, dass ich auch nur endliche Zeit habe und immer nur ein oder zwei dann auch persönlich mit betreuen kann. Und das tut mir unendlich leid dann für viele Unternehmen. Aber wir versuchen das wirklich bis an die Grenzen gemeinsam. Novemberhilfe soll kommen. Also halten Sie noch ein bisschen durch und wir können nachher gerne im Detail nochmal über die Hilfen sprechen. Und ja, jetzt bin ich eine Minute später fertig und vielen, vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Danke. Vielen Dank, Herr Knies. Ich glaube, das war ganz schön viel und ich habe nebenher ein bisschen im Slido geguckt. Da gibt es ein paar Fragen, die sehr stark darauf gehen, was mache ich, wenn ich jetzt nicht weiß vor diesem ganzen Gestrüpp, an wen ich mich wenden kann. Und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu dem, was Herr Bärewinkel jetzt auch sagen wird, weil den ich jetzt hiermit versuche, geschickt anzumoderieren und auch ganz kurz vorstelle. Er ist seit langem für Berlin Partner in der bezirklichen Wirtschaftsförderung tätig, war lange Jahre in Charlottenburg-Wilmersdorf und ist jetzt seit einiger Zeit der Leiter der bezirklichen Wirtschaftsförderung bei Berlin Partner. Und ja, ich glaube, Sie können an der Stelle den Faden gleich aufnehmen. Da, wo Herr Knies nicht genügend Zeit hat oder endliche Arbeitsfähigkeiten hat, stehen noch einige mehr zur Verfügung. Sie sind dran. Genau. Vielen Dank, Frau Dr. Hochreuter, auch für die Vorstellung. Auch von mir nochmal ein Hallo an alle Unternehmerinnen draußen, die zuhören. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir hier zusammenkommen.
Auch vielen Dank an meine Vorrednerinnen und Herrn Dr. Knies, mit dem wir auch in engem Austausch stehen. Ja, so ist es. Ich glaube, es ist eben auch wichtig, die vielen helfenden Hände, die es ja auch in der Stadt gibt, die an Strukturen gegossen wurden oder da sind, auch zu nutzen und da den Überblick zu behalten, ist fast so herausfordernd wie bei den 14 Soforthilfen. Und da will ich auch so ein bisschen meinen Vortrag gleich münden lassen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Berlin Partner. Sozusagen, wir haben jetzt sicherlich in der Corona-Krise auch deutlich andere Rollen übernommen. Wir kommen aber ursprünglich oder sonst auch Normalzeiten, sind das unsere vier Kernthemen, die Sie hier auf der Präsentation sehen. Das heißt, wir machen im Grunde das Hauptstadtmarketing für Berlin, für die Senatskanzleien. Wir setzen die Wirtschafts- und Technologieförderung in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, mit dem Haus von Frau Popp um und kümmern uns da vor allem um die Ansiedlung, Technologietransfer und das Account-Management. Account-Management heißt bei uns dann auch, dass wir in den 12 Berliner Bezirken sitzen, dort vermehrt Mittelständler unterstützen, dabei in Berlin zu wachsen und auch einfach den Bestand unterstützen wollen vor Ort. Da habe ich meine 12 Leute, die natürlich auch tun, was sie können und mit ihren Kapazitäten dort auch zu unterstützen, weil wir auch natürlich auch bei den Mittelständlern, technologieorientierten Unternehmen doch einen sehr, sehr relevanten Teil haben, der sehr stark betroffen ist, insbesondere Kultur- und Kreativwirtschaft. Ja, wenn wir vielleicht noch eine Folie weitergeben, was haben wir jetzt so in der Zeit auch seit März gemacht oder machen wir seitdem? Wir versuchen sehr stark jetzt auch entweder am Anfang war es sehr stark operative Unterstützung der IBB, Herr Dr. Knies hat es ja angedeutet, es waren sehr starke oder sehr viel Kommunikation, die dort geführt wurde, da haben wir dort mit Visit unterstützt und sind jetzt aber sozusagen im Rahmen der zweiten Welle vor allen Dingen auch mit dabei, in Formate mit der Senatsverwaltung zusammen zu entwickeln, um sie halt auch zu informieren, so wie heute jetzt. Haben wir diese Woche noch weitere Formate? Vielleicht betrifft das ja auch Unternehmerinnen. Am Freitag beispielsweise werden wir nochmal zu dem Sonderprogramm der Schankwirtschaft nochmal einen Townhall-Call haben. Am Donnerstag geht es nochmal um Finanzierung im Mittelstand. Also wenn Sie jetzt auch eine Unternehmerin sind, die sagt, naja, ich bin nicht ganz heftig betroffen, aber ich gucke schon mit Sorge auch ins nächste Jahr, dann haben wir da am Donnerstag, glaube ich, noch ein gutes Thema, wo wir auch mit der Bürgschaftsbank zusammen mit Ihnen dann in den Austausch treten wollen und weitere Formate folgen auch nächste Woche. Wir haben nächste Woche Mittwoch auch nochmal, das ist mit Frau Popp auch angedacht, nochmal einen Townhall-Call sozusagen zu den Novemberhilfen, wo wir ja dann schon einen Schritt weiter sind in der Umsetzung. Herr Dr. Knies hat es ja angedeutet. Dann wollen wir hoffen, dass am 2.12. das Programm auch läuft und wir dann nochmal auch auf Ihre Fragen eingehen können. Ich habe jetzt überlegt, auch noch mal zwei, drei Aspekte zu ergänzen, zu Herrn Dr. Knies zu benennen, was jetzt so Möglichkeiten betrifft, sich Unterstützung aufgrund der Programmatik einzuholen. Jetzt hat Herr Dr. Knies das Programm ja auch schon genannt. Ich war mir nicht ganz sicher, wo Sie Ihren Stopppunkt setzen, Herr Knies, und habe hier auch noch mal die Neustarthilfe genannt, weil sie noch mal so ein, glaube ich, wichtig ist, weil sie eben diesen Ansatz hat, nicht über die Fixkosten zu gehen, was ja für viele Solo-Selbstständige wirklich ein Problem ist und eben dazu führte, dass sie viele Programme nicht nutzen konnte. Hier setzt die Neustarthilfe im nächsten Jahr nochmal einen anderen Akzent und ist da wirklich nochmal eine Verbesserung für Solo-Selbstständige und wird dort, unten finden Sie auch so eine kleine Rechnung, schon eben zu einem hoffentlich unkomplizierten, unbürokratischen Zuschuss führen, der dann im Januar auch, ich finde auch die Formulierung gut, eben wir gucken ja auch alle jetzt mit Sorge nach vorne, aber auch wir gucken auch alle nach vorne in die nächsten Monate, wissen, da kommt ein Impfstoff, also es ist so, es balanciert sich alles aus. Insofern ist da, glaube ich, nochmal ein gutes Instrument. Wenn wir vielleicht nochmal eine Folie weitergehen, ich will einfach auch nochmal darauf verweisen, dass es natürlich für sehr Betroffene im Unternehmen, Unternehmerinnen schwer möglich, aber es gibt auch jetzt drumherum Programme, die sozusagen es viel, viel einfacher machen, auch kleinere Investitionen vorzunehmen, wo wir vorher vielleicht sowas wie den Transferbonus haben, der auch schon nicht schlecht war, aber eben ein bisschen komplizierter haben wir jetzt in der Krise zum Beispiel die Digitalprämie, wo man relativ unkompliziert als Solo-Selbstständiger auch sagt, Mensch, ein digitales Kassensystem brauche ich sowieso. Ich wollte schon immer meine IT-Infrastruktur verbessern. Dann ist hier jetzt ein Programm da, wo wir, glaube ich, bisher knapp 2000 Anträge auch schon in der Stadt haben, bei der IBB, aber weiter noch Geld da, sehr unkompliziert eben mit
der Hälfte 7.000 bis zu 7.000 Euro in Zuschuss zu bekommen, um eben sich auch zukunftsfest aufzustellen, zu sagen, hey, ich will die Digitalisierung, ich will mein Schicksal auch in dem Punkt in die Hand nehmen, damit ich zukunftsfest dastehe. Ähnlich verhält es sich ein bisschen auch mit der Ausbildungsprämie, die vielleicht noch nicht so bei jedem angekommen ist, wenn Sie im Betrieb sind, der ausbildet. Also da ist auch sowohl für die Fortführung der Ausbildung, der Übernahme von anderen Betrieben oder manche, die so ausbauen, gibt es jetzt vom BMBF dort Unterstützung, um einfach auch den jungen Leuten, die ja letzten Endes dann auch, wir haben ja eigentlich gut auch als Berlin vor der Krise dargestanden, auch viele gerade jungen Leuten viele Jobs geben können. Ich glaube, hier auch nochmal ein wichtiger Punkt, ein kleiner Baustein, der da helfen kann, dass man auch mit den Auszubildenden weiter durch die Krise kommt. Ja, und zum Schluss würde ich gerne nochmal, weiß ich auch nochmal dies verweisen, nochmal zeigen, was es sozusagen für Angebote in der Stadt auch neben beispielsweise Akteuren wie Berlin Partner, Visit Berlin, was sicherlich die großen Landesgesellschaften sind, gibt es eben auch Angebote wie die Kreativwirtschaftsberatung Berlin, die auch mit ihren Mitarbeiterinnen dort einen tollen Job machen, ansprechbar sind, die auch auf die Corona-Krise eingestellt haben. Wir haben auch für die soziale Ökonomie mittlerweile sehr viel Bewegung. Auch dort tut sich viel, auch in Ihrem Team, Frau Dr. Hochreiter, Frau Großmann und auch Frau Mohr sind ja Kollegen, die da viel für machen. Und auch dort werden Angebote geschaffen, die genutzt werden können. Und selbstverständlich ist auch die IHK zu nennen, die in ihrem Startup Center auch mit ihren ganzen Services versucht, an ihrer Seite zu sein. Und auch mit der Agentur für Arbeit, wo wir auch die Woche nochmal einen Call hatten, das sind auch extra Hotlines aufgesetzt worden, wo auch nochmal dort überblicksartig beraten zu können. Und ich würde es damit auch belassen und gucke auf die Uhr. Wir sind einigermaßen noch in der Zeit und ich gebe zurück und freue mich auch auf den zweiten Teil. Herzlichen Dank. Wir sind wirklich gut in der Zeit und ich überlege mit Blick, ob wir noch eine Frage reinnehmen. Andererseits denke ich, die Fragen sind schon speziell. Das Einzige ist, vielleicht Herr Knies, ich sage auch davor noch zwei andere Sachen sozusagen zu dem Inhalt der Räume, aber die Start-up-Frage, das ist ja auch, weil sozusagen jemand, der keinen Vergleichszeitraum hat, weil gerade erst gegründet, dafür gibt es ja auch ein Programm, vielleicht das noch kurz im Allgemeinen anreißen und dann würden wir in die beiden Räume gehen. Können Sie dazu, oder ist das schon zu speziell? Würden Sie dazu jetzt noch kurz was sagen zur Startup-Förderung? Naja, ich kann insofern was sagen, dass neben der Startup-Förderung natürlich auch bei den Programmen des Bundes durchaus auch junge oder sehr junge Unternehmen mit begleitet werden. Bei der Novemberhilfe ist der Zeitraum 30.09.2020. Also alle, die davor gegründet wurden, sind antragsberechtigt. Das heißt also auch die ganz Jungen wären damit antragsberechtigt, ne? Und dann geht man eben zurück, ob nun wochen- oder monatsweise. Also da gibt es schon immer dann eine Möglichkeit eines Vergleichszeitraums, um dann doch noch mit reinzubekommen. Die Startup-Förderung, das ist ja, da gibt es ja verschiedene Säulen. Jetzt die richtige Startup-Förderung, die zur Verfügung steht, die ist ja auch mit Nachrangdarlehen versehen zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Varianten, dann auch ein Beteiligungskapital im weitesten Sinne. Das sind nicht die ganz, ganz kleinen, die kleinsten nicht, aber auch dort haben wir ja über den Gründungsbonus ein Instrument, das ja auch für Gründungen zur Verfügung steht und auch jetzt gerade in den Zeiten, wo es schwierig ist, ja zur Verfügung weiterhin steht für die Unternehmen. Also es gibt schon auch eine Reihe kleinerer und weiterer Instrumente zu begleiten. Und bei Startup würde ich dann wirklich nicht nur das eine Instrument sehen, sondern eben durchaus auch sehen, dass in vielen Bereichen da auch was gemacht wird für die Startups. Also nur der Begriff heißt nicht, dass man nicht drin ist, sondern man ist in vielen Programmen drin und muss sich nur vielleicht von dem Begriff Startup lösen, sagen, man ist neu gegründet oder gegründet und dann greifen auch viel mehr Instrumente, als man vielleicht denkt. Ja, so viel erstmal. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann will ich noch mal kurz zu den beiden Räumen sagen, mit Blick auf die Fragen habe ich etwas Sorge, dass in Raum A sehr spezielle Einzelfälle gefragt werden. Bitte versuchen Sie doch auch jetzt etwas im Allgemeineren, also zumindest zu überlegen, was ist vergleichbar. Auch wenn der zweite Teil der Veranstaltung nicht mehr aufgezeichnet wird, es hat ja doch auch was mit Unternehmensinhalten und vielleicht Geheimnissen zu tun. Also Sie sollten vielleicht nicht zu spezielle Fragen im zweiten Teil stellen, auch
dort, wo unsere Beratungsexperten sind. Zum Raum B, in den ich mich jetzt gleich verabschiede, möchte ich nochmal sagen, dass es dazu durchaus auch darum gehen sollte, kommen eigentlich diese Hilfen auch bei Unternehmerinnen an? Gibt es eigentlich Unterschiede, wo solche Hilfen ankommen? Was ist eigentlich mit den, die hat man schon wieder fast vergessen, weil es so lange her ist, aber mit den großen Konjunkturpaketen des Bundes, wo kommt dieses Geld an, was dafür gedacht ist, nach Ende der Krise, auf dieses Ende hoffen wir ja alle, dann dazu zu führen, dass die Wirtschaft sich wieder erholen kann. Auch zu diesen Fragen, die auch geschlechtsspezifische Anteile haben, da bin ich sicher, denke ich, können wir im nächsten Raum weitergehen. Die Teilnehmerinnen können sich, glaube ich, einfach durch einen Button jetzt einklicken in den Raum, den sie wünschen. Und die Moderatorinnen machen das etwas anders, sehen sich aber gleich im jeweiligen Raum wieder. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon von allen, die in den Themenraum A gehen und hoffe, dass sich die Veranstaltung bis hierhin für sie gelohnt hat. Und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder wahrscheinlich elektronisch nochmal beim BUD und irgendwann auch wieder physisch. Auf Wiedersehen.